Es war Mitte der 1980er, als ich damals als junger WDR-Reporter häufiger nach Hatting kam. Da gab es die Firma Mönninghoff und den Kampf der Belegschaft um den Erhalt dieser Firma, anschließend den Kampf um die Henrichshütte, der ja bundesweit für Furore gesorgt hat, und deshalb war ich häufig in Hatting. Und habe festgestellt, da gibt es nicht nur die Hütte und die Firma Mönninghoff, da gibt es noch sehr viel mehr. Zum Beispiel die wunderschöne Altstadt. Und nicht ohne Grund hat Hatting den Beinamen Rothenburg ob der Ruhr. Ich bin immer gerne hier, fühle mich sehr wohl und bin sehr stolz, dass diese Stadt zu meinem Wahlkreis gehört.